Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Männerlords. So, dann geht's los. Ein neues Spiel und, wir haben Porträts. Die sehen ja alle relativ gut aus. Ach, ich nehme den alten mit dem Schnauzer. Kant Sie. Das ist eigentlich ein lustiger Name. Aber ich denke, der sieht doch so aus wie ein typischer Deutscher. Ehrenfried, wie denn auch sonst. Und jetzt können wir unser Wappen machen. Ich werde mich hier nicht zu sehr verkünsteln. Ja, rot, das ist zumindest einfach. Ich hab's ganz gern zweifarbig. Gibt's da viele Optionen, oh mein Gott. Versuchen wir mal, Primärfarbe zu nehmen und ein Symbol. Was haben wir hier? Eine Axt. Schweizer. Nee, wir sind doch Deutsche. Fliegende Spaghetti-Papstmonster. Das sieht ja cool aus. Ein Pferd. Irgendein Schwertfisch, Sägezahnfisch, keine Ahnung. Bin nicht so bewandert in der Fischflora. Die sieht natürlich auch fancy aus. Boah, ein Horn. Wenn ich mehr horny wäre, warum nicht? Hier haben wir ein paar Tiere. Oh, die Kuh sieht doch gut aus. Ja, der Stier. Und eine Unterhose. Ernsthaft? Eine Schnecke haben wir auch. Schnecke. Ach, die Kuh sieht zu dämlich aus. Wir nehmen die Kuh. Farbe. Blaue Kuh. Ja, das passt. Weiter. Wollen jetzt auch nicht Spielsetup. Wiederherstellung des Friedens. Voraussetzung, zwei Gebiete im Norden werden von einem unrechtmäßigen Baron beansprucht, dessen Burg abseits der Karte liegt. So ein Mistkerl, bla bla bla. Baut und erweitert, so schnell oder langsam es euch beliebt. Sobald ihr bereit seid, könnt ihr den Baron zum Kampf um die nördlichen Territorien herausfordern. Auf Messerschneide, überlebt alle Angriffe und erreicht die Siedlungsstufe Große Stadt. Ich will's einfach. Aufstieg zum Wohlstand, das klingt doch besser. Erfüllt die Bedürfnisse eurer Bewohner, plant und beherrscht eure mittelalterliche Stadt nach eurem Ermessen und kümmert euch nicht um kriegerische Auseinandersetzungen. Doch, ich will ja Krieg führen. Erreicht die Siedlungsstufe Große Stadt. Danach könnt ihr auf Wunsch im Endlos-Modus weiterspielen. Kann ich nur hier weiterspielen? Ich will schon Sachen kloppen. Ich nehme trotzdem jetzt erstmal das. Entspannt, Standard, anspruchsvoll. Ja, was soll's. Wird schon alles passen. Dann eben in der friedfertigen Variante erstmal. Sind ja eh nur 30 Minuten die großen Schlachten, falls es denn welche gibt. Wir leben hier gar nicht. Oh, das sieht cool aus. Und ich habe direkt eine neue Nachricht. Ich bin beliebt. Siegbedingung Wachstum. Worin andere Schwierigkeiten vermuten, erkennt ihr Potenzial. Dieses Land soll unter euch fähigen Obhut reich werden und gedeihen. Erreicht die Siedlungsstufe Große Stadt, um den Sieg zu erringen. Auf in goldene Zeiten. Ja, mein Ehrenfried wird schon schaukeln. Aber wieso ist die Grafik denn so gut? Okay, Tutorial. In Männerlords benötigen Familien Brot und Feuer. Sowie ein Dach über dem Kopf, um überleben zu können. Überwacht die Fässer im Regionsmenü oben, um zu sehen, auf welche Bestände ihr zurückgreifen könnt. Alles klar. Boah, 20 Brot. Und 20 Feuer. Können wir was bauen? Jede Region in Männerlords hat ihre Stärken und Schwächen. Überprüft unbedingt alle Ressourcenvorkommen und außerdem die Bodenfruchtbarkeiten. Ehe ihr entscheidet, in welche Richtung ihr eure Stadt entwickeln wollt. Ich will sie generell kreisförmig entwickeln. Wenn die Fruchtbarkeit in eurer Region schlecht ist, müsst ihr möglicherweise frühzeitig Handel treiben. Oh nein, dazu darf es niemals kommen. Also was haben wir? Ein Holzfällerlager. So, wo ist die Bodenfruchtbarkeit? Ist das meine Map-Grenze? Die ist ja cool. Ich würde sagen, hier gehen wir hin. Eisenvorkommen. Lehmvorkommen. Wieso sieht das aus wie eine Vase? Wilde Tiere. Feldsteinvorkommen. Oh, die Map ist ja riesig. Das sind feindliche Gebiete, oder? Die macht mal fertig.
leichter ist im anderen Modus, weil schaut euch mal an, das ist, ja, sieht gerade nicht so groß aus, aber schaut mal hier, dieser kleine Fleck, das sind wir. Das ist ja wirklich gigantisch. Okay, die brauchen, die Ansicht zeigt, welche Region von wem können, ja, ja, das passt, das haben wir ja gesehen. Ich besitze nur die da, Holzfällerlager. Nach unten wahrscheinlich, oder? Können wir auch hier machen. Wie drehe ich was? Gedrückt halten. Okay. Passt ja schon mal gut. In welche Richtung muss das gehen? Nein, ich will keine Bäume dafür fällen. So. Nicht zugewiesene Familien. Die Hämmer widmen sich automatisch der Errichtung von Gebäuden. Oh, das ist aber nett von denen. Bauholztransport. Bauholz muss mit Hilfe von Ochsen transportiert werden. Ich dachte, meine Bewohner sind Ochsen. Bewohner erhalten den Ochsen automatisch, wenn sie ihn benötigen. Ernsthaft? Ich habe nur einen Ochsen? Was ist, wenn der drauf geht? Noch ein Text. In Manorlords müssen Ressourcen in fast allen Fällen mit körperlichem Aufwand transportiert werden. Oh, das gefällt mir sehr. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ihr könnt also auf Wunsch die Spielgeschwindigkeit verändern. Die Steuerung der Spielgeschwindigkeit, ja, die habe ich schon gesehen hier unten. Alles klar. So, ich habe auch noch Straßen. Straßen und Karren. An manchen Arbeitsplätzen können die Bewohner mit Hilfe von Handkarren bis zu 10 Waren auf einmal transportieren. Boah. Allerdings ist das Ziehen eines Handkarrens abseits der Straße extrem langsam. Achtet, bla bla bla, okay. Nochmal wird uns erklärt, warum Straßen sinnvoll sind in der Gesellschaft. Da unten bin ich doch gar nicht, ich bin doch da oben. Bin ich wieder verscrollt? Oh, ich habe Angus-Punkte, nee, ich habe Punkte zum... Da, gleich mal eine deutsche Erfindung, den Kreisverkehr, wenn das so aussieht. Ja, bauen. Und rumbauen. So wird ein Kreis draus. So, gleich mal Vorfahrtsregeln hier einführen. Im Mittelalter. Kann sogar die Krümmung anpassen. Ja, mehr Krümmung. Wieso krümmt sich das nicht? Ja. Nein. Wollt doch eine schiefe Straße. So, vielleicht hier lang? Nee, das ist auch dem. Oh Gott, ich brauche hier stundenlang, um Straßen zu legen, damit die gescheit aussehen. Erstmal hier. Ja. Dann. Ich mache einen zweiten Kreis. Wir zeichnen Penis. Es ist beschlossene Sache. Obwohl, das wird kein Penis. Penisstraße. Ja, Krümmung. Die Eichel muss doch zu sehen sein. So, Penis. Ziemlich seltsam. Sieht mehr aus wie ein paar Kirschen, aber das ist jetzt Penisstraße. Und jetzt können wir sinnvoll hier was verbinden. Nein. Ich dachte, ich kann das echt. Vielleicht ist die Krümmung noch nicht implementiert. Da funktioniert es so. Ich habe keine... Irgendwie... Weiß ich nicht. Egal. Straßen werden wir schon irgendwie hinkriegen, auch wenn es jetzt am Anfang nicht gut aussieht. Dann wollen wir mal eine Straße zur anderen machen, aber die soll nicht gerade sein. Okay, ich muss das wirklich in kleinen Abschnitten machen. Es soll ja nach was aussehen. Hier zum Beispiel. Krümmung, 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 Krümmung. Andere Richtung. So, das sieht doch schon vernünftig aus. Dann mal in die andere Richtung. So habe ich das bei Transport Fever auch gemacht. Krümmung, Krümmung, Krümmung. Soll ja halbwegs realistisch aussehen. Das sieht scheiße aus. Aber ich hab's gemacht, also. Weiß jetzt nicht, wer mehr Schuld hat. Ich oder ihr? Oh mein Gott. Kann ich die auch wieder abreißen? Glaube ja, da war irgendwas mit abreißen. Ich weiß, so furchtbar sieht es nicht aus, aber wirklich gut ist es nicht. So. Es wird nicht besser. Hab ich aber auch nie versprochen, wenn ich ehrlich bin. So. So funktionieren Straßen. Jetzt findet man noch raus, wie man die abreißen.
Oh, ich kann die dreifach machen. Kostet das eigentlich Ressourcen? Ich glaube, meine Bewohner verhungern. Okay, Straßen eher. Diesem Gebäude wurde keine Familie zugewiesen. Ja, das Gebäude braucht auch nicht unbedingt eine Familie. Während menschliche Arbeitskräfte zugewiesen werden müssen, wird Arbeitsvieh standardmäßig auf Arbeitsplätze aufgeteilt. Was ist das denn für ein Kommunismus hier? Im Reiter erweitert könnt ihr Tiere jedoch auch dauerhaft einem Arbeitsplatz zuweisen. Na, das wollte ich hören. So, und da ist meine UI für die Straßen. Alt- und Linksklick, um Straßen zu entfernen. Ja, Remove. Ja, Remove, Remove. Remove. Das ist aber noch nicht auf Deutsch übersetzt worden. Ja, den halben verkorksten Penis nehmen wir auch weg. Hilft ja alles nichts. So. Soll mir hier niemand Stümperei vorwerfen. Ohne berechtigten Grund. Und den hat ja eigentlich immer. Also, go for it. Ja, Straßen und ich, das ist so ein leidiges Thema. So. Krümm dich doch, Kollege. Da muss ich noch reinkommen. Da weiß ich noch nicht ganz. Ja, fast. Das sieht doch jetzt halbwegs baubar aus. Sieht scheiße aus. Ja, ich weiß. Aber manche Dinge müssen scheiße aussehen, damit sie besser aussehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich bin von Transport Fever wirklich aus Straßenführung gewohnt, aber die war da irgendwie, würde ich sagen, intuitiver. Die war anders. Ah, scheiße. Okay, wir bauen in diesen 30 Minuten nur Straßen. Nee, jetzt ohne Spaß. Ich mach die nochmal kurz weg. Ja, Remove. Die sah gar nicht so schlecht aus. Wir machen jetzt einfach eine normale Straße. Das hier ist eine Wissenschaft für sich. Ja, nein. Wo müsst ihr denn hin? Also das gefällt mir so theoretisch. Ja, mach mal. Okay, damit bin ich tatsächlich d'accord. So, da vielleicht noch hin. Aber eher in so einem Bogen. Ja, nein, so. Ach, scheiße. Na gut, die eine kommt weg und dann machen wir was Sinnvolles. Irgendwie muss ich dem Ochsen der Familie zuweisen. So, Holzfällerlager. Bauholz, gut. Familie zuweisen. Drei Familien. Wie viele Familien habe ich denn übrig? Zugewiesen zwei, nicht zugewiesen drei. Okay. Drei Stück machen Holz. Hat sich jetzt nicht verändert. Ungeschützte Waren, Lebensmittellager. Und was soll ich damit machen? Nicht rauszoomen. Nicht so weit rauszoomen. Also Holzfällerlager, perfekt. Was haben wir dann? Brennholzhütte. Arbeiter fällen Bäume in der Nähe, um Brennholz zu produzieren. Das ist jetzt eine andere Art von Holz. Schön, Spiel hat sich gespeichert. So soll das sein. Ich würde sagen, die können doch auch hier irgendwas machen. Muss das Brennholz in Richtung... Wozu ist der Pfeil da? Oh, da. Schaut mal, ob ihr Brennholz bekommt. Und mein Lieblingsthema, Straßen dorthin. Und du hast keine... Ich nenne es Angus-Punkt, aber ist, glaube ich, was anderes. Ja, halbwegs. Gut. Nicht gut. Schlechter. Besser. Ja. Ah, scheiße. Genau falsch rum. Mist. Muss man hier abkürzen. Ach, das ist doch alles. Fangen wir hinten an. So. Einmal passt. Zweimal passt. Dreimal. Ist so langsam. So langsam, würde ich sagen. So, dann hier noch einen hin. Und so. Das ist eine schöne Straße. Made by Introvertiert. Die gefällt mir.
So, braucht ihr jetzt auch eine Familie? Okay, ihr braucht einen Ochsen. Aber brauchen die nicht auch einen Ochsen? Und bin ich nicht der wirklich größte Ochse hier? Was haben wir denn noch? Armee? Neue Einheit erstellen? Milizeinheit? Das sind ja alles Milizeneinheiten. Stangenwaffen-Miliz. Her mit den Stangenwaffen. Die männlichen Bewohner werden gleichmäßig auf alle Milizeinheiten aufgeteilt. Anschließend versuchen sie, die erforderliche Ausrüstung zu beschaffen. Ja, hoffentlich vom Feind. Waffe und Schild sind von der Art der Einheit abhängig. Die maximale Qualität der Rüstung und des Helmes richtet sich nach der Bewohnerstufe der jeweiligen Person. Bla bla bla. Anschließend könnt ihr eure Einheiten sammeln. Mensch, da muss man ja ganz viel tun. Nusslohe, her damit. Nicht so viele. Weg. Eine Miliz. Fehlende Rekruten, okay. Dann noch kein Militär. Dann müssen wir die, glaub, zum bisschen Ficken bringen, unsere Dorfbewohner, damit wir jungen Nachwuchs haben, der für uns kämpfen will. Anbindebalken. Wieso kann ich hier eine Familie zuweisen? Was bringt das? Kann ich eine Familie anbinden? Sollen die den Ochsen bewachen oder besamen? Das ist immer noch im Bau. Ich kann ja die Geschwindigkeit erhöhen. Also, Nahrung geht nach unten. Brennstoff hat sich nicht verändert. Das Gebäude ist fertig. Boah, dann, Familie zuweisen. So, jetzt habe ich keine freie Familie mehr. Ja, dann machen wir mal Steilfläche Person. Ausbau zu kleinem Stall. Weiteren Ochsen ordern. Das braucht 20 Silberlinge, so wie das aussieht. So, schau mal erstmal, dass wir Nahrung bekommen. Forsthaus braucht man gerade nicht. Jägerlager. Haben wir nicht hier irgendwo Wildtiere? Was bist du? Bärenbüsche? Nee, die müssen nicht gejagt werden. Können wir vielleicht trotzdem bauen? Sammlerhütte. So. Bist du im Einflussbereich? Bestimmt. Ich würde dich gern leicht drehen. So. Kannst ein bisschen schräg stehen. Aber nicht zu schräg. So, und dann wieder das Gleiche, nachdem wir das schöne Straßensystem annähernd begriffen haben. Ja. 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 Nein! Ich wollte doch mehr Punkte. Ja. Irgendwie. So. So. Scheiße. Auf den letzten Metern versaut. Nee, so nicht. Das kriegt man hin. So, vielleicht ein bisschen weiter nach unten. Da ist der Angus-Punkt. Den. Weiß nicht mal, was ein Angus-Punkt ist. Zu viel Held der Steine, habe ich gesehen. In der Tat. Das ist. Das ist eine Straße. Entgegen jeder Sinnvolligkeit. Das ist auch kein Wort. Hier einfach einen Knick reinmachen. Aber sieht doch schön aus. Ich finde, das sieht schön aus. Was macht ihr hier mit dem Baum? Ach, ihr fällt den. Und du wolltest nicht in meine Miliz. Oh, das machst du aber relativ gut. So, ich bin noch etwas irritiert. Ich kann mit Q und E nicht drehen. Ich muss Mausrad gedrückt halten, um diesen schöne Drehwurm hinzubekommen. So, dann machen wir mal schneller. Wie läuft's mit Ressourcen? Brennholz geht nach oben. Wunderbar. Ich hab was richtig gemacht. Und ich bin zufrieden mit meinem Kreisverkehr. Wer braucht jetzt noch den Ochsen? Oh, du hast den Ochsen ausgeliehen. Das macht aber 20 Silberlinge. So, Nahrung geht immer noch nach unten. Achso, die bauen ja auch erst noch. Mensch, wieso so langsam? Ihr verhungert doch. Glaub's, gibt auch Jahreszeiten. Gut, eine Person auf jeden Fall. Keine nicht zugewiesene Person. Familie mehr vorhanden, okay. Aber der sammelt doch schön. Ja.
wünsche ich größere Marktfläche. Wo habe ich denn Marktflächen? Da war ein Einstellungsrad. So viel Hammer. Speicher. Das sieht doch aus wie ein Markt. Mit Hilfe des Lebensmittellagers. Nein! Mein Lebensmittellager wird nass. Ich würde sagen, das passt sogar hier, oder? Da sind halt meine Siedler von Katan. Und das wäre doch ein passender Ort hier fürs Lebensmittellager. Ihr braucht Stein dafür. Haben wir Stein? Jammer. Wo sehe ich denn meine Ressourcen? Das Lager ist voll Brennholzhütte. Ja, dann macht halt kein Brennholz mehr. Okay, mal langsamer. Baumaterialien drüber haben. Ja, ich habe 10 Stein. Dann mal ran an die Buletten. Was haben wir denn noch? Anbindebalken haben wir doch schon. Packstationen. Tauschhandelsrouten. Das Spiel ist ja richtig genial. Hofstätte bietet Wohnraum für eine einzelne Familie. Nach Ausbau 2 Familien. Einige Gebäude verfügen über Rahmen, Vierecke, flexible Grenzen. Bestimmt 4 Punkte, um ein Gebiet zu markieren. Okay, den Rest muss man nicht lesen. Das ist ja relativ selbstverständlich. Das ist so ein... Mach dir dein Haus, wie es dir gefällt. Irgendwie. Dorfschmiede braucht man nicht. So, das ist Speicher. Wo kommt denn der Marktplatz hin? Eigentlich mehr ins Zentrum. Na, da wohnt schon unser Ochse. Landwirtschaft, Industrie, Verwaltung. Die Wohngebäude wollte ich doch machen. Wer wohnt schon gern neben Speicher? Bestimmt einige Leute. Ist Nahrung ganz nah. So. Riesiges Haus. Grundstücks... Wie groß muss so ein Haus werden? So. 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 Ach, das sind dann wirklich Grundstücke, die man zieht. Fläche zu klein. Das würde ich aber auch sagen. 1, 2, 3. Da passen 2 Häuser hin. Ja. Irgendwie. Baukosten 4 Holz. Und Zeit beschleunigen. So, jetzt habe ich aber keine Bretter mehr. Ist das schlecht? Ist das gut? Ach, die sind ja eh beschäftigt. Wir müssen auf jeden Fall Familie nachmachen. Vielleicht soll man in den Zelten mal romantische Musik auf. Hey, wo geht mein Ochse hin? Ja, Lebensmittellager ist voll. Könnt ihr die mal einsortieren? Jungs? Die sind unbewacht. Das kann doch nicht schon voll sein. Da ist eins von erweitert. Ja, alle Nahrung ist willkommen. Hofstätten. Obdachlose besiedeln Höfe. Wenn die Daumen hoch genug sind, werden auch neue Familien angezogen. Familien benötigen aber mehr als nur eine Unterkunft, um glücklich zu sein. Klickt auf das Gebäude, um die Sackerl der Bewohner zu betrachten. Die Bedürfnisse, okay. Hey, wie habt ihr das so schnell gebaut? Seid ihr Ratzfass? Wie das Pokémon halt. Ja, schöne Grundstücke. Schönes Rieddach. Aber hoffentlich hält es dicht. So. Ich habe eine freie Familie. Mein Speicher kann eigentlich nicht voll sein. Da sind jetzt nur 5 Beeren drin. Wie kann ich denn sagen, dass die das abtransportieren sollen? Muss ich eine Straße dafür extra machen? Das kriege ich auch noch hin. Aha. So, lauft. Sammelt. Wieso sammelt ihr nicht? Brennholz habt ihr da, Stein habt ihr da, Werkzeug habt ihr da. Vielleicht, weil keine Familie damit beschäftigt ist. Wünsche ich eine größere Marktfläche. Ich hab doch einen Speicher.
Neue Söldnerkompanie. Ich bin noch ein bisschen maßlos überfordert, aber das Spiel wirkt richtig genial. Bisschen wirklich wie eine Mischung aus Anno vielleicht und Banished, aber Banished in deutlich besser. Obwohl Banished auch schon ziemlich gut war für die damalige Zeit. Ah, das ist ein richtig cooles Spiel. Ich muss noch fürs Thumbnail, für die Episode, werdet ihr bestimmt dann sehen, den Ochsen hier so richtig schön aufnehmen. Ja, vielleicht. Gibt schönere. Der heißt Heinz. Der Ochse, der wartet. Ich kann dem Ochsen zwei Familien zuweisen. Also Brennholz gut, Nahrung gut. Ah, da trägt jemand was. Was machst du denn? Warum machst du? Aha, jemand hat sich mal des Brotes draußen verschimmelt, angenommen und gesagt, jo, das trage ich in Speicher. Obdachlosigkeit. Erfrierungstod, das klingt nicht gut. Ja, allgemeines Lager, weg damit. So, jetzt mach mal was gegen den Erfrierungstod. Mehr Häuser nehme ich mal an. Noch ein Grundstück hier vielleicht, da vielleicht. Man hat doch gerne Nachbarn, oder? Und vor allem in so einer mittelalterlichen Stadt müssen wir das so planen, dass wenn ein Haus abbrennt, alles abbrennt. Das wäre jetzt so... So verstehe ich das Mittelalter. Kann man hier irgendwie eins reinmachen? Scheiße. Was machen wir denn da hin? Ja, Grundstücksfläche zu klein. Hilft hier nichts. Vielleicht dann ein bisschen weiter nach da. Wird doch irgendwie... Ach. Käse. Wir... Kann auch einfach ein Haut... Nee. Hab mich nur verdrückt. Nur verdrückt. Alles gut. Gar kein Problem. Ich krieg das hin. So. Grundstückspunkte. Ja. Brauche ich jetzt auch nicht so riesige Häuser. Fläche zu klein. Okay, kann ich den... Nee, den da muss man, wenn da neu setzen. Ja. Die sind ja jetzt ewig weit auseinander. Zumindest kann man mit Rechtsklick hier ein bisschen was beeinflussen. Zu klein, okay. Na, das passt doch. Straßenverbindung versperrt. Achso, für den einen vielleicht. Ach, das ist doch... Die Leute haben Ansprüche und ich bin nicht gut, Ansprüchen gerecht zu werden. Das habe ich relativ früh mitbekommen. So, das sieht doch gut aus. Baut's. Baut's irgendwie auf, Jungs. Das wird schon klappen. Wir haben Juni. Das heißt, der Erfrierungstod... So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird's wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Das wird ziemlich einfach hier. Richtig genial. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich mag bis jetzt wirklich alles am Spiel. Alles, sogar den Straßenbau. Die Grafik ist klasse, die Baumechaniken sind erstklassig. Genau, Straßenbau, kurze Eingewöhnungszeit und dann hat das auch funktioniert. Ich bin nur noch etwas überfordert mit allem, was man so tun muss und tun sollte. Und ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie es mit dem Spiel weitergeht. Insbesondere, da es ja erst gerade im Early Access gestartet ist. Das ist immer für mich so problematisch. Das Spiel ist an sich jetzt schon richtig gut und ich würde es am liebsten spielen. Aber wenn da noch 2 Jahre Entwicklung reinfließen, dann wird es hier noch viel genialer nach den 2 Jahren. Deswegen schiebe ich das meistens auf meinen Stapel und irgendwann fange ich es dann an. Mit der vollen Content-Pracht, aber das ist ein ewiger Kampf zwischen bin ich zu spät dran mit dem Spiel oder kann ich das dann zum ersten Mal im vollen Kontext genießen. Ist ja bei vielen AAA-Spielen auch mein Problem, wo dann irgendwann noch 4 DLCs rauskommen und ich dann halt das Gesamterlebnis haben möchte. Ich gehe wegen DLC nicht unbedingt zurück zu einem Spiel, sondern möchte es direkt drin haben. Auch wenn ich es nie unbedingt spiele mit DLC. Naja, viel gelabert. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.